Jesus will, dass wir richten. Jesus sagt im Neuen Testament, richtet nicht nach dem Augenschein, sondern fällt ein gerechtes Urteil. Frage, sollen wir als Christen Urteil fällen? Ja, wir sollen richten. Aber es muss ein gerechtes Urteil sein, nicht nach dem Augenschein. Und die meisten Christen, ehrlich gesagt, sind nicht dazu fähig. Sind gar nicht dazu fähig. Wenn du es schaffst, schnell Hebräer Kapitel 5 aufzuschlagen, das ist ein super Vers, den man sich anstreichen kann. Hebräer Kapitel 5, Vers 14, ich lese schon mal vor, da heißt es, die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne, Hebräer 5, Vers 14, deren Sinne durch Übung geschult sind, zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind, zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Das ist im Alten Testament, das manchmal, muss man manchmal entscheiden, war das jetzt gut, war das böse? Ja? Und Gott will, denke ich, dass wir lernen, das Gesetz anzuwenden, dass wir unsere Sinne schulen durch Übung. Eine Möglichkeit ist natürlich auch Seelengewinne zu gehen. Ja, dass wir eben durch Übung, durch Anwendung das Wort Gottes besser lernen. Aber auch das wäre ein Beispiel dafür, wenn wir im Alten Testament etwas lesen, dass wir versuchen, Gottes Gesetz anzuwenden und das bewerten, dass wir das lernen, dass wir das üben und dadurch unsere Sinne schulen. Die Bibel sagt, das ist einer meiner Lieblingsverse im Propheten Maleachi, denn die Lippen des Priesters sollen die Erkenntnis bewahren und aus seinem Mund soll man das Gesetz des Herrn erfragen, denn er ist ein Bote des Herrn der Herrscher. Also die Lippen des Priesters sollen die Erkenntnis bewahren. Aus seinem Mund soll man das Gesetz des Herrn erfragen. Trifft das auf die meisten Christen heute zu? Leider nein. Ja, wir sind ja keine Priester. Doch. Ich meine, Jesus sagt, oder die Bibel sagt, dass Gott uns zu Königen und Priestern gemacht hat. Der uns in seinem Blut gewaschen hat und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater. Wir sind Könige, wir sind Priester und wir als Christen müssen fähig sein, ja, zu richten. Unsere Lippen sollen die Erkenntnis bewahren. Aus unserem Mund soll man das Gesetz des Herrn erfragen. Denn wir sind Boten des Herrn der Herrscher. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Lesen wir auch im Neuen Testament. Also, so viel dazu gesagt. Aber hey, das ist wichtig. Ja, wir als Christen müssen fähig sein, gerechtes Urteil zu fällen und nicht irgendwie zu sagen, naja, also da hat jemand vielleicht auch eine andere Erkenntnis als ich und da will ich jetzt ja nicht drüber richten. Und wie oft man sowas hören kann. Und wie, naja, da sollen wir ja auch nicht drüber richten. Doch, richte darüber. Über was auch immer. Du siehst etwas in deinem Leben, richte darüber. Natürlich nicht unbedingt, dass du andauernd Leute zurechtweisen sollst. Das ist nicht das, was ich damit meine, aber denke darüber nach. Was sagt die Bibel darüber? Oder denke über dein eigenes Verhalten nach. Richte dich selbst. Damit wir nicht vom Herrn gerichtet werden, richte dich selbst. Das lesen wir auch in der Bibel.